Das war der Start. Gleich auf den ersten Metern setzt sich Caligula an die Spitze, gefolgt von Campari und Vater Morgana. Hirnschnee und Caligula! Caligula! Ja, Caligula! Mach Caligula! Lauf! Lauf! Die ersten 500 Meter sind gelaufen. Caligula noch immer vorne auf der Innenbahn. Aber Vater Morgana... Komm, komm schon, da ist doch noch mehr drin, Caligula! Ja, er macht es! In Höhe der Tribüne Caligula weiterhin auf der Innenbahn. Vater Morgana jetzt nicht neben ihm, beide Kopf an Kopf. Da, die letzten Meter. Caligula geht mit einer Nasenlänge durchs Ziel. Tja, so ist das. Wenn Pastrone auf einen Gaul setzt, dann gewinnt er auch. Sie haben es ihm in der Nase, Don Pastrone, aber trotzdem, ich habe Ihnen nun mal den Tipp gegeben. Wenn du mich kennst, wirst du ja wohl wissen, dass Pastrone seine Freunde nicht vergisst. Don Pastrone, da ist eine Panne passiert. Ja, diesmal? Ziemlich üble Sache. Giovannino und Gaetano haben irgendein Ding gedreht und müssen dabei geschludert haben. Jedenfalls haben sie jetzt die Polizei auf dem Hals. Die beiden sind doch zwei ausgeschlafene Jungs. Sie wissen selbst am besten, wie sie da rauskommen. X21 an Zentrale. Fahren via Caracciola. Verfolgen verdächtigen Mini Cooper. Der Chef vom Rauschgiftdezernat ist wieder mal nicht da. Wo ist Plattfuß? Hier bleibt aber auch alles an mir hängen. Sehen Sie mal zu, ob Sie ihn irgendwo kriegen. Zentrale an Z17. Zentrale an Z17. Quale, wo steckst du? Wir brauchen ein Alibi. Schnell, einseifen. Haarschneiden auch gleich? Schön sitzen bleiben, du Strolch. Ganz ruhig, die Herren. Hast du schon Bescheid gesagt? Der Wagen kommt gleich. Verpasse ihn gleich mal die Manschetten. Ohne sie vorher zu verhören? Wozu? Was soll ich Sie denn fragen? Soll ich Sie etwa fragen, ob Sie für Pastrone arbeiten? Arbeitest du für Pastrone? Nein. Nein, natürlich arbeitest du nicht für Pastrone. Hast du auch niemals Drogen an Jugendliche verkauft? Nein. Nein, natürlich hast du das nie getan. Und deshalb erübrigt sich hier jedes Verhör. Dieses fromme Gebet wird wohl leider nicht mehr erhört werden. Alle vier einbuchten. Und Sie machen eine Durchsage an die Zentrale. Der Wagen ist voll mit Drogen. Ja, Kommissar. X23 an Zentrale. Frische Muscheln, frische Tintenfische, frisch aus dem Meer. Guten Tag, Kommissar. Ach, Kommissar, vielen Dank, dass Sie mir die Genehmigung verschafft haben. Das war nett von Ihnen. Hier habe ich heute was Besonderes, Kommissar. Na, wie wär's denn mit so einem hübschen kleinen Barsch? Lass mal sehen. Na gut, schicke mir nach Hause. Bring ich ihn selbst hin, Kommissar. Das bricht frisches Weißbrot, ja, frisch und warm. Guten Tag, Kommissar. Darf sein Brot sein, noch ofenwarm? Ja, da kriege ich gleich Appetit. Ich nehme mal das hier. Mamma mia! Jesus, Josef und Heilige Maria, da hat mir doch tatsächlich eine Zigarette reingesteckt, weil er mir was anhängen will. Mamma mia! Kommissar, haben Sie ein Herz, machen Sie mich nicht unglücklich. Aber was haben Sie denn? Deshalb bin ich doch hier, weil ich eine Stange Zigaretten kaufen will. Das habe ich ja nicht gewusst, dass Sie eine Stange Zigaretten kaufen wollen. Bitte gern, die kriegen Sie sogar geschenkt. Nur gegen Bezahlung. Geschäft ist Ach, Geschäft. Noch Geld dazu, danke. Vielen ich Dank. Gleich das Vielen Zittern Dank, kriegen. Kommissar. Der Herr wird es Ihnen vergelten, Kommissar. Vielen Dank, tausend Dank. Mamma mia. Gennarino? Ja? Hör mal, was soll diese neue Masche mit dem Glöckchen? Jetzt auch noch verrückt, taub und blind genügt wohl nicht. Und nimm die Brille ab, du verdirbst ja noch mal die Augen. Na also. Kommissar, ich habe 14 hungrige Mäuler zu stopfen. Wo soll ich denn das bloß alles hier? Pass auf, dass ich dich nicht als Simulant rankriege. Würdest mir aber glatt wegrennen. Du bist klein und wendig, da kann so ein Brocken wie ich gar nicht Tempo halten. Ich mit leerem Magen? Ich gebe Gas und katze die Kurve. Künstlerpech, bin schon weg. Wiedersehen, Kommissar. Loslassen, ihr sollt mich loslassen! Könnt ihr brecht mir ja den Arm! Loslassen!
Worum geht's denn hier? Die ist aus dem Heim abgehauen, schon das dritte Mal. Und mit Recht, da ist noch keiner besser geworden. Kann ich ihr nicht verdenken. Lassen Sie sie los. Fahren Sie weiter Ihre Streife. Auf Ihre Verantwortung, Kommissar. Kiyo, Kiyo, Papa Kiyo, ich verfluche euch bis an euer Lebensende. Sollt ihr nicht mehr froh werden? Danke, Kommissar. Darf ich ihn aus der Hand lesen? Ich habe sie beide so gut verpackt. Ich habe Ihre Hand heute Nacht schon im Traum gesehen und ich habe eine Reise gesehen. Sie werden bald auf eine weite Reise gehen, Kommissar. Nach Capri, was? Aber nein, viel weiter. Ich bin seit 20 Jahren nicht aus Neapel rausgekommen. Aber ich habe heute Nacht eine Reise für Sie gesehen. Eine weite, weite Reise. Wo bleibt denn Caputo? Schon unterwegs, Kommissar. Schon ist gut, das dauert ja ewig. Na, wie sehe ich aus, Schwester Kommissar? Wenn du so im Wald stehst, steigen die Vögel hoch. Sie machen mir Mut. Ja. Willst du nicht rangehen? Ich bin ja schon dabei. Rauschgiftdezernat, Brigadier Caputo. Adalgisa? Oje, oje, oje. Nein, Adalgisa, ich hab's dir doch schon gesagt. Das wird heute Abend nichts mit uns beiden. Ich habe Dienst. Aber nicht doch, wie kommst du denn auf Frauen? Weit und breit ist dir keine Frau zu sehen. Was heißt, du glaubst mir nicht? Entschuldige mal. Kommissar, treten Sie mir doch mal in die Seite. Die Frau glaubt mir das nicht. Soll ich sie ist so eifersüchtig, das gibt's gar nicht. Mama mia. Hallo? Leider, Signorina. Caputo muss heute Abend Dienst machen und ich auch. Dienst? Ja, ich könnte mir auch was Besseres vorstellen. Nein, bedauere, das geht nicht, dass Sie mit von der Partie sind. Wir haben unsere Vorschriften. Das fehlte noch. Ja, trotzdem schönen Abend. Ja, dazu brauchst du mich nun. Du bist vielleicht ein Kerl. Ist das ein Wunder? Ach, die Perücke allein macht's nicht. Du musst rangehen, du bist ja wie ein Stück Holz. Ich möchte dir ja gern was bieten, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich einen Striptease abziehen? Ja, da kriege ich einen Schock fürs Leben. Ja, hast du ja Knoblauch gefressen? Zwiebeln, aber nur klein. Ach, du stinkst ja wie der bulgare so Tamirov. Ruhig jetzt, ruhig, da kommt jemand los. Geh Sex im Auto, komm nicht daran, du steifer Klotz. Nicht atmen, das halte ich nicht auf. Das wäre das kleinere Übel. Bloß nicht diesen Gifthauch. Nein, so geht's nicht. Sie haben ja keine Ahnung, wie man Frauen anfasst. Sie zerreißen mir die Bluse. Du willst mir Nachhilfestunden geben, was? Jetzt weiß ich, was soll ich, sondern stöhne. Ach, das ist ja der Polizeisirene. Ich will Lustgekeule. Euch haben und klammern. Weitermachen Sie, kommen schöne laute Stöhne und spitze Schreie. Na, seht euch dieses Schwein an, der treibt hier mitten auf der Straße und lässt sich gar nicht stören. Was ist? Was wollt ihr? Von dir gar nichts, aber von der Schwester. Los, lass uns auch mal ran. Lass, dass ihr weiterkommt. Knack und zack. Ja, jetzt kommst du an. Hättest lieber vorher mit zufassen sollen. Aber wie konnte ich denn? Man muss doch Dame bleiben. Die Platte ist jetzt gelaufen. Jetzt müssen wir die hier wegräumen. Bestell gleich mal einen Transport und mach wieder Menschen aus hier. Ich kann dich nicht mehr sehen. Kaum ist meine Dame schon, wird man beschimpft.
Hören Sie sich das mal an, Rizzo. Nasenbeinbruch, zwei Zähne ausgeschlagen, Prellungen und innere Verletzungen. 30 Tage, wenn keine Komplikationen dazukommen. Muss ich noch weiterlesen? Das ist untragbar, Rizzo. Sie sind Polizeibeamter und kein Rocker. Ihr Vorgehen ist durch nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigen. Sie kommen bei mir nicht mehr durch mit Ihren Methoden. Wissen Sie denn überhaupt, wer diese fünf sind? Das wissen Sie nicht, aber ich weiß es. Die haben mal gemeinsam ein Mädchen aus dem Auto gezerrt und vergewaltigt. Das dürfte wohl kaum in Ihre Zuständigkeit fallen, Rizzo. Oder wollen Sie den Kollegen von der Sitte Ihre Arbeit abnehmen? Wir haben das Mädchen bei einer Razzia gefasst. Und ich bin der Einzige, der weiß, wie schlimm sie zugerichtet war. Nach diesem fürchterlichen Schock hat sie mit Drogen angefangen. Und diese fünf laufen immer noch frei rum. Wenn Sie sie kennen, warum haben Sie sie nicht festnehmen lassen? Weil man sie nach 24 Stunden wieder vorläufig auf freien Fuß gesetzt hätte. So liegen sie im Monat im Krankenhaus und werden sich schwer überlegen, ob sie sich das nochmal leisten. Hören Sie, Rizzo. Sie werden eines Tages nochmal mächtig auf die Nase fallen, aber ich habe Sie gewarnt. Weiter ist wohl nichts. Doch, da ist noch etwas. Wie ich höre, sollen Sie Pastrone bedroht haben. Sie würden ihn zusammenschlagen, haben Sie angekündigt. Die muss man so anfassen, das ist die einzige Sprache, die verstehen. Ich muss Freund Pastrone endlich zum Reden kriegen. Der Mann ist hier die Nummer eins im Drogenhandel. Das ist eine Behauptung von Ihnen, die zunächst mal bewiesen werden müsste. Und das dürfte schwerfallen. Signor Pastrone ist Antiquitätenhändler. Rauschgift als Antiquität, so kann man es auch sehen. Es liegen, wie gesagt, keinerlei Beweise vor. Und infolgedessen ist Signor Pastrone ein freier Bürger, wie jeder andere auch. Die Beweise liefere ich Ihnen. Und zwar heute noch. Die Aktion ist bereits geplant. Gut, ich werde dabei sein. Und noch jemand, der sich dafür interessiert. Sam Accardo, Sie kennen ihn ja. Accardo, der Chef vom Rauschgiftdezernat in Washington. Er ist extra rübergekommen für diesen Fall, zu unserer Unterstützung. Das ist ein Mann von uns. Er markiert einen Dealer. Er wird uns hoffentlich direkt zu Willi Pastrone bringen. Wir wissen, dass gerade eine größere Lieferung abgesetzt werden soll. Es wäre zu wünschen, dass Sie diesmal zu positiven Ergebnissen kommen. Ich weiß, meine Methoden gefallen Ihnen nicht, Accardo. Davon kann keine Rede sein. Ihre Methoden interessieren mich nicht. Für mich zählt nur der Erfolg. Mir gefällt ganz was anderes nicht, nämlich, dass Sie jede Zusammenarbeit ablehnen. Was wird denn das da? Tja, ich weiß auch nicht. Wer soll wohl bei ihm anrufen? Da kommt er. Passen Sie auf, dass wir dranbleiben, Caputo. Meisterleistung. Damit wäre das Unternehmen wohl zu Ende, bevor es angefangen hat. Dann mal zurück ins Büro. Seit 3 Stunden tigern Sie hin und her. Dabei sind etliche Kilometer zusammengekommen. Wollen Sie Gewicht verlieren? Mach du dir mal keine Sorgen um meine Figur. Außerdem heiße ich nicht umsonst Plattfuß. Ich bin nervös und ich bin sauer, dass wir vor den Amerikanern jetzt wie die letzten Idioten dastehen. Sie meinen, Sie stehen? Wenn was in die Hose geht, bin ich es natürlich gewesen. Aber bei Erfolgsmeldungen heißt es, das haben wir gemacht. Was hast du denn schon groß geleistet? Nur, ich habe doch den Wagen gefahren. Und damit war für dich der Fall ausgestanden. Lass den mal machen, Sie nicht? Sie müssen sich beruhigen, Kommissar. So muss ich. Warum? Ja eben, warum eigentlich? Soll sich doch jeder verrückt machen, so gut er kann, nicht? Was ist das für ein Fernschreiben? Das kommt von Interpol und besagt, dass Frank Barella aus New York um 7.30 Uhr in Rom eingetroffen ist. Ankunft in Neapel, Alitalia-Flug Nummer 425 um 12.30 Uhr. Das ist schon lange nicht mehr passiert, dass Sie jemand hierher abgeschoben haben.
Wollen wir uns mal ansehen? Sofort, Kommissar. Frank Barella, geboren in, wie heißt das Nest? Hoboken? Am 7.9.29. Am 6.4.58 als unerwünschte Person in New York registriert. Stop. Hat Verbindungen zum Rauschgifthandel und ist in zwei Mordfälle verwickelt. Durchsuchung seiner Wohnung in Long Island im September 1972 blieb erfolglos. Als unerwünschte Person nach Italien abgeschoben. Stop. Frank Barella soll beobachtet werden. Stop. Als wenn wir nicht schon selber genug Flöhe zu hüten hätten. Nein, da müssen Sie uns noch welche von drüben schicken. Tja. Den werde ich mir angeln. Mal sehen, was das für ein Fisch ist. Petri Hahel. Ich habe Ihnen doch gesagt, mir ist meine Handtasche gestohlen worden. Ja, Sie müssen irgendwas Signorina. Unternehmen. Da war mein Pass drin und mein ganzes Beruhigen Geld. Beruhigen Sie sich doch. Das kommt ja alles in Ordnung. Denn nichts? Ich kann doch ohne Papiere nicht nach Deutschland zurück. Ja, was soll Signorina, ich denn machen? Nur mal immer schön der ich bin Deutsch und ich werde mich an die Botschaft wenden. Das ist doch ein Skandal, dass man hier als Tourist ausgeplündert hat. Joras, die Handtasche gestohlen. Auf offener Straße die Handtasche gestohlen. Na, das sagt und die Polizei unternimmt nichts. Da machen Sie ja klar, dass es in Neapel keine Handtaschendiebe gibt. Hier schnappt man sich höchstens mal eine Touristin, aber da muss sie schon gut sein. Die feine Art, die Sie haben. Ich bin ja vorher gewarnt worden, aber ich hab's ja nicht glauben wollen. Gennarino? Gennarino, komm mal vor. Kommissar, zu Ihrer Verfügung. Wenn morgen in der Zeitung steht, dass jemand am hellen Tage einer Frau die Handtasche gestohlen hat, direkt vor dem Polizeipräsidium und sich dann in meinem Auto versteckt hat, dann bist du geliefert. Aber Kommissar, was ist mir denn anderes übrig geblieben? Die hätten mich doch geschnappt und Hackfleisch aus mir gemacht. Das müssen Sie doch verstehen. Ich habe 15 Kinder. Hast dich wohl verzählt. Letztes Mal waren es bloß 14. Ja, aber Donnerstag hatten wir wieder ein freudiges Ereignis. Meine Gattin hat mir noch was Kleines geschenkt. Ein süßes Mädelchen. Wie ein Engelchen. Wie eine Frühlingsblüte. Kommissar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt mal Rührseligkeit beiseite und her mit der Tasche. So wie ich sie genommen habe. Ich habe immer gedacht, du bist ein anständiger Gauner, aber sowas hier ist ganz mies. Das Leben ist hart. Sowas wie du gehört nicht ins Gefängnis, sondern in die Klapsmühle. Ein 15-köpfiger Vater, überlegen Sie. Wenn einer 15 Kinder macht, dann hat er doch einen Platten. Ich setze dich da an der Ecke ab. Und die Tasche kriegst du von mir zurück, wäre ja noch schöner. Nicht. Kommissar Rizzo. Dann wünsche ich viel Vergnügen. Hier kommt ein harter Brocken für Sie. Ich habe noch ganz stabile Zähne. Wo fahren wir denn hin? Aufs Präsidium. Deine Ankunft muss doch begossen werden. Halt, Moment mal. Hast du einen Haftbefehl? Ich will erst meinen Anwalt sprechen. Ich kenne meine Rechte. Aber warum denn gleich so grundsätzlich? Ich will dich doch nur kennenlernen und ein paar Takte reden. Weiter nichts. Mhm. Bitte? Dann beschnuppern wir uns doch vielleicht gegenseitig bei einem Teller Spaghetti. In New York bekommt man ja nicht die richtigen. Deshalb komme ich doch bloß her. Dann bist du genau richtig verbunden mit mir. Weißt du was, Kommissar? Nö. Nach dem, was du so redest, musst du dir ein ganz falsches Bild von mir machen. Das FBI drüben in den Staaten, das ist berühmt. Berühmt für seine blödsinnigen Berichte, besonders über Italo-Amerikaner. Ah, du siehst dich wohl als Opfer eines Justizirrtums, wie? Das wäre nun wieder übertrieben, das nicht. Ich habe nur geklaut, weil ich Kohldampf hatte. Alles nur Bagatelle. Aber von wegen Drogen, die habe ich nie angerührt. Barella, du musst mich nicht für dumm verkaufen, das habe ich nicht so gern. Aber daran denkt doch auch keiner. Zweimal Spaghetti. Hör doch erst mal weiter zu. Vielleicht kommt jetzt was, was für dich ganz interessant ist. Ich habe mir sagen lassen, dass der größte Macher auf dem Rauschgiftmarkt hier in Neapel ein gewisser Pastrone ist. Pastrone? Ja. Ist ja eine sensationelle Meldung. Und deshalb hast du dir den weiten Weg gemacht? Hallo Frank, ein Freund von dir schickt uns als Begrüßungskommando. Der erwartet dich zu einer kleinen Konferenz. Wenn ich beim Essen bin, dann esse ich, aber er kann gern antraben, wenn er was von mir will. Lecker. Ach, wir wollen es doch nicht so umständlich machen. Komm mit, wir bringen dich hin. Oh!
Habt ihr es endlich mitgekriegt, ihr stört hier? Du auch, raus! Lümmelt euch woanders rum! Hey, Ober! Kommen Sie mal! Machen Sie mir noch mal die Freude mit den Spaghetti! Noch zwei solche Wilden und ich kann den Laden zumachen. Die Spaghetti kommen sofort. Moment, Geduld. Okay. Auch wenn Sie ein Stammgast sind, kann Ihr Freund doch nicht das Lokal zerschlagen. Wer soll denn für den Schaden aufkommen? Das regeln wir. Ist ja allerhand zu Bruch gegangen. Hier, das wird wohl reichen. Ich bin so frei und bediene mich. $100, $200, $300, nein. $400. Zwei. 200. Auch. Wir haben ja nicht den Vesuv ausbrechen lassen. Danke, Kommissar. Besuchen Sie es mal. Ja, ja, verschwinde. Na, siehst du, mit Geld lässt sich alles wieder gerade rücken. Ja. Aber wenn ich nicht hier gewesen wäre, wärst du eben ganz schön baden gegangen. Hm. Du weißt, dass du unter Polizeiaufsicht stehst, Barella. Und du kommst also jeden zweiten Tag vorbei und erfreust uns mit deinem Besuch. Wo wohnst du? Im Hotel Excelsior. Sieh an, man kann sich's leisten. Ich bin ja nicht bei der Polizei. Ich mache Mäuse. Wenn du was brauchst. Und wer braucht nichts, hm? Ach, das Zeug habe ich mir abgewöhnt. Das liegt mir immer so schwer auf der Brust. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, meine Herren. Ich habe Sie aus folgendem Grunde hergebeten. Was sich in Neapel in puncto Drogenbekämpfung tut, ist, um es vorsichtig auszudrücken, geradezu lachhaft. Dr. Accardo, Italien ist keine Kolonie der Vereinigten Staaten. Unsere Arbeitsmethoden bestimmen wir und nicht Ihr Narkotikbüro. Sehen Sie, diese vier Leute haben doch Barella nur zu einer kleinen Unterredung abholen wollen. Und wir wollen ihn unter die Arme greifen. Ihre vier Papiertiger, die Sie uns da geschickt haben, die sollen sich vorsehen, das nächste Mal zerfetze ich sie. Ich darf doch bitten. Wenn man diesen Ring zerschlagen will, muss man die Köpfe haben. So viel verstehe ich von meinem Handwerk auch, das dürfen Sie mir glauben. Außerdem bin ich Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Auf jeden Fall sind hier Dilettanten am Werk, tut mir leid. Oder es steckt was anderes dahinter. Aber kommen wir zu den Fakten. Am 12. Dezember vorigen Jahres wurde Ihnen von unserem Washingtoner Büro eine Sendung Heroin aus Fernost avisiert. Sie machen am Flughafen eine Razzia und was finden Sie? Nichts. Am 4. Januar informieren wir Sie darüber, dass per Schiff eine Sendung aus New York ankommen wird. Sie stellen den Hafen auf den Kopf und finden stapelweise alte Zeitungen, aber kein Haschisch. Am 18. Januar mal andersrum. Da kriegen wir von Ihnen die Meldung, dass eine Partie Drogen in einem Sarg von Neapel nach Boston reist. Aber am Bestimmungsort kommt dann nur eine Leiche an. Und zu guter Letzt die Episode, die ich gestern selbst miterlebt habe. Einer Ihrer Mittelsmänner wird in die Luft gesprengt, vor unseren Augen. Logische Schlussfolgerung. Aber ich halte es für ausgeschlossen, dass... Es gibt keine andere Erklärung dafür. Sie müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Unter Ihnen ist einer, der die Leute warnt, wenn eine Aktion geplant ist. Ja, da ist was dran. Dann wissen wir also jetzt, was wir zu tun haben. Was heißt denn das? Wenn einer bestochen wird, muss ein anderer bestechen. Und dafür kommt in Neapel nur einer in Betracht, Pastrone. Den ich bisher immer nur mit Samthandschuhen anfassen durfte. Sie wissen doch, wir haben keine Beweise gegen ihn. Zeigen Sie mir den Richter, der einen Haftbefehl unterschreiben würde. Der Mann hat doch Rückendeckung. Der ist nicht so leicht zu fassen. Der kommt mit drei Anwälten an und ist eine Stunde später wieder frei. Mir reicht jetzt langsam diese Paragraphenreiterei. Wenn es nach diesen Leuten geht, dann bleiben wir ewig nur Befehlsempfänger. Ich gehe zur Pastrone. Das tun Sie nicht. Das untersage ich Ihnen mit allem Nachdruck. Von rechts haben wir noch nicht. Guten Tag.
Tag, Doktor. Guten Tag. Eine eindrucksvolle Leistung. Zwei Tote in 48 Stunden nach der Methode Rizzo. Wollen Sie es immer noch nicht wahrhaben? Wenn Sie mich brauchen sollten, Sie wissen ja, wo Sie mich erreichen. Soweit ich das nach einem ersten Blick beurteilen kann, gibt es keine sichtbaren Verletzungen an der Leiche. Keine Schusswunden, keine Messerstiche, nur Prellungen und Blutergüsse. Dieser Mann ist brutal zusammengeschlagen worden. Und ich hatte Ihnen doch ausdrücklich verboten, zu ihm zu gehen. Das hier wäre nicht nötig gewesen. Vielleicht wollte ihn jemand zum Reden kriegen. Oder auch mundtot machen. Sagte ich Ihnen schon, dass ich ihn tot aufgefunden habe? Ja, das haben Sie. Aber auf jeden Fall werde ich von heute an die Ermittlungen führen. Sie halten sich zur Verfügung. I'm gonna take you tonight. I'm gonna take you, girl, to my place tonight. The way you were looking at me, girl, was not the way you look at a friend. I'm gonna take you tonight. In my room where the music is playing, I'll tell you things you don't know, girl. Ferramenti? Ich bin Frank Barella. Ich möchte mich mit dir unterhalten. Aber ich nicht mit dir. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns kennen. Hier für Sie. Oh, danke. So, jetzt kennen wir uns, oder immer noch nicht. Du wirst mich über einiges aufklären müssen. Ich weiß von nichts. Und heißt Hase. Was? Warum arbeitest du nicht mit mir zusammen? Wovon redest du? Ich habe keine Ahnung. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Hör zu. Hast du Pastrone umgelegt? Nein. Ich muss eine Ladung Stoff durch Neapel schleusen, verstehst du? Und du sollst mir den Namen sagen, den Namen von dem Bullen, der für uns arbeitet. Bei mir falsch verbunden. Glaubst wohl, mit mir kannst du es machen, ja? Ich weiß nicht, wer der Mann ist. Pastrone ist der Einzige, der es gewusst hat. Und der hätte es nicht nur seiner Mutter gesagt. Du kannst mich in Stücke reißen. Du kannst mich auseinandernehmen und reingucken. Du kannst machen, was du willst. Ich weiß den Namen nicht. Na schön. Den Namen kennst du also nicht. Aber dafür kennst du die Organisation umso besser, stimmt's? Und so einen Mann brauche ich. Also, machst du mit mir zusammen? Ja. Ja. Ja, das ist richtig, Signorina. Ja, Signorina, aber er ist aus dienstlichen Gründen als Frau unterwegs gewesen. Mamma mia. Bitte, was meinen Sie? Du bist abartig veranlagt, sagt sie. Ich abartig veranlagt? Das müsste ich doch merken. Er merkt nichts davon, also kann es nicht so schlimm sein. Jawohl, auf Wiedersehen, aber es eilt nicht. Jetzt haben Sie es mal selbst erlebt, wie mich diese Frau mit ihrer Eifersucht verfolgt. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Aber ich weiß eins, wenn sie noch mal hier anruft, fliegst du raus. Und ich weiß auch eins. Ich habe sowas Leuten hören, dass der Chef sie ausboten will. Stimmt das? Ist das für dich von Bedeutung? Na, erlauben Sie mal. Ich arbeite seit Jahren mit Ihnen zusammen. Ich habe mich an Ihr Gesicht gewöhnt. Das ist für mich unerheblich. Wie ist das mit diesen drei Affen? Nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen. Also gut, ich bin taub, stumm und blind. Aber wie geht's denn nun weiter? Nach dem Tod von Pastrone wird ein anderer den Laden schmeißen. So viel ist mal sicher. Und genau bei dem mache ich den Anfang. Da. Oh, ein echter Gentleman. Aber ja, meine Süße, kannst du es mir glauben? Ehrlich, ich hab dich doch noch nie beschwindelt. Au! Leg auf, du Süßholzrassler. Und ruf gleich deinen Anwalt an. Diesmal kommst du nicht unter 30 Jahren weg. Ich habe eine blütenreine Weste, Kommissar. Was soll ich denn gemacht haben? Ach, das weißt du nicht. Dann werde ich dir mal auf die Sprünge helfen. Du hast Pastrone abserviert, weil du selber scharf auf seinem Posten warst. Gib's zu. Aber ich denke ja nicht dran. Da haben Sie sich ganz schön vergaloppiert. Ja, und wer hat dir das Pfeilchen und das andere Ding verpasst? Pastrone, bevor er abgekratzt ist, stimmt's? Und wieder mal daneben getippt. Pastrone hat gar nicht solchen Bums. Also, wer hat da bei dir hingelangt? Barella. Frank Barella. Barella. Frank Barella. Und warum? Er wollte von mir wissen, wer der Bulle ist, der geschmiert wird. Er muss nämlich eine größere Lieferung auf den Weg bringen und braucht freie Fahrt. Und was hast du ihm gesagt? Dass ich nicht weiß, wie der Mann heißt. Hab den Namen nie gehört. Nie gehört, nein? Nein. Dann hör jetzt mal gut zu.
Das Motiv ist da, Mittel und Gelegenheit hattest du auch. Ich verhafte dich wegen vorsätzlichen Mordes. So schnell geht das bei uns. Moment, einen Moment. Es gibt noch jemanden, der weiß, wo bei Ihnen die undichte Stelle ist. Der oberste Chef im Osten. Ja, das hört sich schon besser an. Und mit dem bringst du mich zusammen. Den kenne ich aber auch wieder nicht. Oh, du kennst wohl keinen. Wirklich nicht, Kommissar. Ich schwör's Ihnen. Na, und jetzt? Ich kenne nur unsere Leute in Bangkok. Jeder kennt immer nur die nächste Station. So ist das in unserem Geschäft. Und das hast du auch Barella erzählt? Ja, natürlich, in Not gedrungen. Und hast du ihm auch gesagt, wo er diese Leute in Bangkok findet? Der hätte mich sonst umgebracht, verstehen Sie? Ferramenti. Du bist vielleicht angeschmiert. Wenn Barella redet, dann ist Tom Ferramenti ein toter Mensch. Aber Plattfuß hat ja ein Herz für dich. Ich stelle Barella kalt und du revanchierst dich dafür. Nur ein Telefonat. Na sicher. Und nach diesem Telefonat bist du taubstumm, klar? Sonst reiß ich dir deine neapolitanische Rübe ab. Heirate ich oder werde ich geheiratet? Tut mir leid, da steht überhaupt nichts drin. Aber seien Sie trotzdem vorsichtig, Sie wären nämlich der typische Pantoffelheld. Ein verflixtloses Mundwerk hast du, das noch mal schwer anhält. Die Wahrheit hört keiner gern. Stimmt bei mir haargenau, die Reise steht schon vor der Tür. Na sehen Sie, Kommissar, und Sie wollten es neulich nicht glauben. Habe ich richtig verstanden, Sie wollen verreisen? Ja. Wir sind doch eine Bande von Verrätern. Wieso, ich auch? Auf welcher Seite stehst du? Auf ihrer natürlich. Na also, dann bist du auch so ein Mistkäfer. Und weil ich rauskriegen muss, wer von uns derjenige welcher ist, gehe ich auf Weltreise. Was soll denn das heißen? Einfach abgereist? Na, wie ich sage, trotz meiner ausdrücklichen Anordnung, sich auch weiterhin zur Verfügung zu halten. Von Caputo erfahre ich heute, dass der Herr ins Ausland gereist ist. Ausland ist groß, wohin? Das weiß ich nicht, aber Rizzo ist der Mann, der auf beiden Hochzeiten getanzt hat und jetzt ist er getürmt. Wir müssen Interpol einschalten. Nein, nicht doch. Moment mal. Keine übereilten Schritte. Sie wissen doch, er ist einer von den Impulsiven und hat ziemlich krause Ideen. Nein, nein, nein. Erstmal abwarten. Wenn Sie mich fragen, hat er eine heiße Spur und kommt mit einer Bombenüberraschung zurück. Aber niemals. Der hat kalte Füße gekriegt, das ist doch vollkommen klar. Seine Flucht ist in meinen Augen ein eindeutiger Schuldbeweis. Aber nicht in meinen. Sie sehen das falsch, glaube ich. Wir sollten noch nicht eingreifen. Ich meine, früher oder später muss er ja doch Farbe bekennen. Oder er bringt uns den Schuldigen. Sie zum Thai-Dorf. Au! Das war meiner, Mama Mia. Und das ist meiner, Papa Mia. Was sagen Sie? Hast schon richtig gehört. Was, Sie sind Italiener? Und du bist aus Neapel? Nein, aus Pozzuoli. Und was treibst du hier? Ja, die Saison mitnehmen. In Neapel ist doch schon lange nichts mehr los. Neapel ist tot, aber hier wird was geboten. Und du bist hier also der Vertreter für Bella Italia, ja? Ja, aber bin kein Italiener. Darf ich mich vorstellen? Pietro Aperticcia, Spitzname Goldhand. Staatenloser. Staatenloser aus Pozzuoli? Staatenloser aus Pozzuoli. Und Sie? Sie wollen sich ja mal die Gegend ansehen. Nein. Kein Tourist, was denn sonst? Polizeikommissar. Verflixt nochmal. Jetzt bin ich wohl dran. Noch nicht.
Kommissar, sehen Sie Ihre beiden Kollegen da? Na und? Wenn die mich nun für einen Taschendieb halten, die Augen schon so groß. Was machen wir denn da? Na, wir markieren zwei Touristen. Wie spät ist es? Wie? Die Zeit will ich wissen. Ach so, in Port Soli oder in Bangkok? In Bangkok. Bangkok. In Bangkok ist es jetzt 22:30. Genau. Ich muss ins Thai-Dorf. Weißt du, wo das ist? Ich kann Sie hinbringen, wenn Sie wollen. Dann führe ich Sie bei der Gelegenheit gleich durch die Tempelstraße. Wohl so eine Art Stadtbesichtigung. Ohne die geht's nicht. Die müssen Sie gesehen haben. Halt, Kommissar, die Eintrittskarten. Da haben die sich ganz affig hier. Wie viel macht's? 100 Baht. Ganz schön gepfeffert. Thank you. Tja, das hier also ist der Tempelbezirk. Das habe ich mir schon gedacht. Weil es hier alles ein bisschen anders aussieht als bei uns, nicht? So ist es. Ich muss mich übrigens bei Ihnen bedanken, Kommissar. Wenn Sie mich vorhin angezeigt hätten, hätten Sie eine brillante Karriere zerstört. So? Ich will mich ja nicht beweihräuchern, aber ich bin einer der Letzten in unserem Gewerbe. Wir sterben aus. Das wollen wir hoffen. Ja, wer arbeitet heute noch so geschickt und präzise? Haben Sie gemerkt, mit welcher Kunstfertigkeit ich Ihre Brieftasche geklemmt habe? Nein. Natürlich haben Sie es bemerkt. Sie sind ja auch aus der Branche. Bei mir hast du nicht mit einer Goldhand zugefasst, sondern mit einer eisernen. Also war ich nicht gut? Miserabel. Postcards. Colored Postcards. Postcards, Sir. No, no Postcards. Kommissar, das können Sie nicht machen. Die Leute sind beleidigt, wenn Sie nichts nehmen. Beleidigt? Ja, was kostet so denn der Spaß? 20 Baht. Liebe Goldhand. Ja? Ich krieg von dir 120 Baht. Wofür? Verstehe ich nicht. 100 Baht Eintritt am Tor und 20 Baht für diese schauerlich kitschigen Postkarten, sonst bin ich beleidigt. Raus damit. So, und nachdem ich die Kultur hier absolviert habe, brauche ich ein Taxi zum Thai-Dorf. Oh, aber Kommissar, jetzt bin ich beleidigt. Sie müssen mir erlauben, dass ich Sie mit meinem Wagen hinfahre. So, da wären wir. Na, ist das nicht eine erstklasse Betreuung? Aber für Italien und Italiener tue ich alles. Ich fahre auch nur italienische Luxuswagen. Gestohlene? Aber Kommissar, diesen hier habe ich mir buchstäblich im Schweiße meines Angesichts unter den Nagel gerissen. Es tut mir leid, dass ich Sie nicht weiterbringen kann, aber das geht nicht. Da kann man nichts machen. Ist nicht mehr mein Revier, das müssen Sie verstehen. Aber wenn Sie irgendwas brauchen, egal was, können Sie jederzeit auf mich zurückgreifen. Schläger, Diebe, Fälscher, Killer, bei mir bekommen Sie alles. Ich will mich ja nicht beweihräuchern, aber für diese Stadt bin ich Experte. Und immer für Sie da. Hier meine Karte, auf der Rückseite die Büronummer. Danke. Und klau vorsichtig. Sabadi.
begrüße Sie. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Wir haben schon auf Sie gewartet. 5 von meinen Freunden stehen bereit. 5 Männer mit Pistolen nur für Sie. Nehmen Sie sich in Acht, wenn Sie das Leben lieben. Und wenn Sie noch etwas länger auf dieser schönen Welt bleiben wollen. Wenn ich diesen Zweig fallen lasse, sind Sie in derselben Sekunde ein toter Mann. Wollen wir gehen? Dass Sie einen angenehmen Aufenthalt haben. Sabadi, dürfen wir Sie weiterführen? Sie dürfen. Cẩn thận, theo bên phải. Lên, lên nữa đi. Đập. Interessant, nicht wahr? Đập, đúng rồi. Ich würde das Thai-Boxen der westlichen Art jederzeit vorziehen. Đúng, hai, 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 đúng rồi. Wenn es jetzt recht ist. Lên, cao, cao. Cao lên, hơn nữa. Đúng rồi, đẹp, 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 tốt, tốt, tốt. Tom Ferramenti, unser Freund in Neapel, hat uns Ihren Besuch bereits angekündigt. Wir freuen uns und begrüßen Sie. Es ist sonst nicht üblich, dass wir telefonische Verabredungen treffen. Vor allem nicht mit jemandem, den wir noch gar nicht kennen. Ich weiß, aber es handelt sich um eine dringende Sache. Da können wir uns nicht mit Formalitäten aufhalten. Außerdem wird doch wohl Ferramenti für mich jede Garantie übernommen haben. Ich stehe unter Zeitdruck, damit wir uns recht verstehen. Als Nachfolger von Pastrone muss ich die Kontakte wiederherstellen, damit der Absatz nicht in Stocken kommt. Ich nehme an, wir wollen weiter zusammenarbeiten und dazu brauche ich einige Informationen. Unser Interesse liegt im Verkauf. Und meins im Einkauf. Also wo ist der Stoff? Ich will meine Ware sehen. Nicht mit mir, ich kaufe nicht die Katze im Sack. Es gibt doch genug andere Quellen, wo ich mich eindecken kann. Bitte warten Sie doch. Wollt ihr denn damit landen? Den Mist könnt ihr doch nicht mal als Mottenpulver verscheuern. Warten Sie. Sie haben ja recht. Wir wollten Sie auf die Probe stellen. Wir haben etwas anderes für Sie. Hä? Hä?
kommen wir uns schon näher. Erste Qualität. Es gibt nur einen Haken dabei. Was für einen Haken? Ich brauche unseren Verbindungsmann bei der Polizei in Neapel. Pastrone hat ihn gekannt und euer Boss kennt ihn auch. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Ich muss mit ihm sprechen. Sein Pastrone ist tot, ist bei uns die Hölle los. Wir haben die Bullen auf dem Hals. Nur wenn wir unseren Kontaktmann kennen, können wir uns dagegen schützen. Das wäre doch auch in eurem Interesse. Ihr wisst doch, die Konkurrenz ist mörderisch. Ferramenti hat euch ja auch gesagt, dass Barella rüberkommt. Das ist der schlimmste von allen. Sie sollen alles wissen, was Sie wissen müssen. Bitte? Tja. Ja. So machen wir es mit der Konkurrenz, wenn sie uns dazwischen funken will. Ihr schlitzäugige Bangkok ist nur eine Zwischenstation, nur ein Umschlagplatz für unsere Ware. Sie hat einen weiten Weg? Wir bekommen sie aus unserer Zentrale. Und wo ist die? In Hongkong. Und unsere Verbindung nach Hongkong ist nur indirekt. Sie müssen dazu nach Bambusrohr fragen, in Aberdeen. In einem Lokal, das heißt Golden Moon. Idioten! Der Kerl ist doch ein Bullen! Du bist wohl auf dem Trip, oder was soll das Gefasel? Verehrter unbekannter Freund, ehe wir uns ein Urteil bilden, hören wir uns an, was beide Parteien zu sagen haben. Büro Goldhand, Import-Export. Ich bin's. Dein Freund aus Neapel, es ist soweit, ich brauch dich. Ruf die Polizei an. Ich bin hier im Moment. Telefonnummer AK-1269. Sie sollen herkommen, aber mit Volldampf. Hab verstanden, und die Adresse? Wenn ich die hätte, würde ich dir nicht die Telefonnummer geben, du Stratege. Auch wieder wahr. Sabadi. Thank you.
Hoppla. I am ja so sorry. Squeeze me. Bound for Singapore, Sydney, and Melbourne is now boarding. All passengers, please board at gate number 1. Thank you. Bound for Hong Kong is now boarding. All passengers, please board at gate number 2. Thank you. Don't go back to it. They do here, they do here. Ich möchte hier einen Mr. Bambusrohr sprechen. Hier ist kein Bambusrohr. Aber ich bin doch hier richtig, im Golden Moon. Ja, ja. Na also, dann will ich auch mit Bambusrohr sprechen. Hier ist kein Bambusrohr.
Wenn Sie meinen. Mein Herr, Sie suchen doch jemanden, nicht wahr? Was war? Entschuldigen Sie, mein Name ist Shang Li. Es ist doch so, Sie suchen hier jemanden. Ich habe gute Freunde in Bangkok. Die haben mir gesagt, ich soll in den Golden Moon gehen und nach einem gewissen Bambusrohr fragen. Kennen Sie den Laden? Gehen Sie in den Grünen Drachen. Da finden Sie ihn heute Abend. Grüner Drachen? Ja. Gleich gesagt, das ist unser Kommissar. Wer gibt's denn das? Ich sehe wohl nicht richtig, was? Doch, doch, unsere ganze Flotte liegt hier und alle Mädchen von Hongkong gehören uns. Ja, dann haben wenigstens die in Neapel endlich mal Ruhe vor euch. Nein, 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 so ist das nicht. Aber du, hör mal. Plattfuß, wann hauen wir mal wieder auf die Pauke, so eine Sause wie neulich, ne? Das machen wir schon noch, aber nicht heute. Hey. Na, wir lassen uns nicht abhalten. Okay, Ladies. Die Bar ist geschlossen. Hast du Stehplatz? Hör mal, du bist doch nicht etwa hier drin auf dem Putz hauen, oder wie sehe ich das? Mich interessiert bloß, wie du es geschafft hast, aus Bangkok rauszukommen. Ja, du machst es mit roher Gewalt und ich auf die andere Tour. Mit hier. Jetzt pass mal gut auf, du Kommissar. Komm, geh mal von der Wäsche. Wir sind ja nicht in irgendeiner Hafenkneipe. Entschuldigen Sie, Mister. Bambusrohr möchte Sie jetzt sprechen. Er wartet hinter der Bühne auf Sie. Danke. Die Geschäfte rufen laut und heftig. Lass Sie nicht abhalten. Mitunter ist ein Bulle doch sowas gut. Siehst du hier irgendwo eine Tür? Die müssen aus Bangkok einen Tipp bekommen haben. Mal sehen, ob man hier irgendwo telefonieren kann. Sieht alles gar nicht so gut aus. Ja, so sieht's aus. Ha!
nimmt ja überhaupt kein Ende. Ja, es gibt etliche 100 Millionen davon. Ah, oh. Oh. Nein. Oh. Oh. Hallo, Kommissar! Also machen wir doch einen drauf. Lass uns auch noch ein paar übrig. Aus. Wo ist Bambusrohr? Hast du verstanden? Ich will wissen, wo Bambusrohr ist. Thank you.
jetzt? Tja, was jetzt? Naja. Jemand wie du so lange in der Branche halten kann, ist ein Wunder. Ja. Wunderbar ist es. So wird's gemacht. Und von jetzt an wird vereint marschiert, immer im gleichen Schritt und Tritt. Und was steht auf dem Programm? Wird eine Stadtrundfahrt gewünscht oder machen wir einen Lokalbummel, sowas mit Folklore? So urkomisch finde ich das gar nicht. Du weißt jetzt, wo Bambusrohr ist. Er hat's dir vorhin gesagt. Ich weiß es nicht und deshalb gehe ich dir jetzt nicht von der Fahne. Was du so für Meldungen rausgibst? Nein, nein, ich nicht. Jetzt bist du derjenige, der mir was melden wird. Ich hab dir aber nichts zu melden. Ich hab viel Zeit. Ich kann warten. Mir macht das hier nichts aus. Und wo ist mir auch egal. Also, wollen wir hier bleiben oder wollen wir irgendwo hin? Na? Warte. Also, von mir aus abgemacht. Arbeiten wir zusammen. Ich helfe dir, den korrupten Bullen zu finden, aber der muss mir erst noch eine Sendung durch Neapel durchschleusen. Vorher darfst du nichts unternehmen. Wenn das über die Bühne gegangen ist, dann kannst du ihn dir kaufen, aber mich lass dann zufrieden. Ja? Wäre eine Möglichkeit. In Ordnung. Okay. Ich glaube, dann erübrigt sich diese Maßnahme wohl. Immer eins nach dem anderen. Erst musst du mir mal sagen, wo wir überhaupt hinwollen. Sag ich dir. Bambusröhrchen ist eine Frau, eine Japanerin. Und ihr richtiger Name ist Makiko. Sie lebt in einer Villa draußen am Strand. よっこらしょ。面白かった？ね。おいで、こっちで遊んでる？ね、遊んでてよ。
Du bist Makiko, ja? Sie haben wahrscheinlich Angst gehabt. Angst gehabt, dass sie redet. Deshalb. Wer war es? Kennst du sie? Wir brauchen die Namen. Lass sie zufrieden, damit du siehst, doch sie ist fertig. Wer war es? Wir müssen wissen, wer es war. Yoko. Yoko. Ja. Ja, Mata. Gehen wir. Das war's. Hier gibt's nichts mehr zu reden. Jetzt sind wir wieder keinen Schritt weiter. Wir werden mal nachhaken, wer die sind, Yoko und Yamata. Dein Optimismus ist wohl auch durch gar nichts zu erschüttern. Meinst du wirklich, dass das was bringt? Kannst dich auch ruhig mal umsehen. Sag mal, was versprichst du dir eigentlich davon? Wir müssen doch irgendeinen Anhaltspunkt finden, wenn wir dahinter kommen wollen, wer Yoko und Yamata sind. Mein Gott, nochmal. Mama. 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 Yoko. Mama. Bist du Yoko? Na also, du bist unser Yoko. Den ersten hätten wir schon. Gut, das wäre Yoko. Ja. Und weiter? Kennst du Yamata? Yamata. Yamata. Den wollen wir uns doch lieber nicht aufhalsen. Die Polizei wird sich schon um ihn kümmern, nicht? Na, da irrst du dich. Der kommt mit uns mit. Das ist doch der Einzige, der uns zu Yamata bringen kann. Bei dir stimmt's doch hier nicht. Ja? Wollen wir zu Mama Makiko gehen, wir zwei beide? Ja, bist ein Braver. So, Yoko, jetzt erzähl uns mal, wer Yamata ist. Yamata. Was gibt's denn da zu kichern? Jetzt hör mal gut zu. Yamata, ist das ein Tänzer? Also nicht. Na, was ist er denn? Ist Yamata vielleicht eine Frau? Ach so. Tja. Also wirklich eine Frau? Was, schwanger? Und was macht diese schwangere Frau, Yoko? Was soll das? Was macht die Frau? Tanzt sie? Eine schwangere Frau, die so rumhampelt, da stimmt doch was nicht. Oder ist es doch keine Frau? Yeah. Gut gemacht, Yoko. Ich hab doch gewusst, dass du es mir irgendwie erklären wirst. Was? Was hat er dir denn damit erklärt? Du kannst dich jetzt hier mit ihm beschäftigen. Ich gehe zu Yamata. Moment. Wir haben doch sowas wie einen Vertrag. Ach, mit Gangstern habe ich noch nie Verträge geschlossen. Danieb! Oh nein, Pulver! Ja, ja, ich hab dich ja verstanden. Jetzt sei schön brav. Danieb! Yamada! Thank you.
einer Nothang der Jirma Kiko. Bist du Yamata? Ja. Du Mörder! Du Mörder! Das ist doch wohl ein Missverständnis! Feiger Mörder, eine Frau umbringen! Jetzt mache ich aber ernst! Das kann ich besser! Die Sache ist etwas anders gewesen. Ich habe versucht, dir zu helfen, aber leider bin ich zu spät gekommen. Makiko hat mir zuletzt noch deinen Namen gesagt, deshalb bin ich hier. Verstehst du, was ich sage? Dann weißt du es jetzt. Und du bist Polizei? Ja. Makiko war meine Freundin. Sie war mit anderen Leuten zusammen, mit schlechten Leuten, die haben sie erpresst. Aber sie ist nicht zur Polizei gegangen, weil sie Angst gehabt hat, um ihren Jungen. Weißt du, wo Yoko ist? Er ist bei mir. Gut, aber es ist jetzt sehr gefährlich für ihn. Die anderen wissen, dass er dich zu Yamata bringt und sie fürchten Yamata. Denn Yamata wird Makiko rächen und du sollst ihm helfen. Vorsicht! Erstaunst du wohl, von wegen mich aufs Kreuz legen. Das nächste Mal darfst du den Hotelportier nicht nach der Adresse fragen. Keep the change. Und wo jetzt hin? Hyatt Hotel. Ist was schiefgelaufen? Yamata ist auch umgelegt worden. Hast du was rauskriegen können? Ja. So viel jedenfalls, dass der Junge im Augenblick in Gefahr ist und du lässt ihn auch noch allein. Yoko! Yoko! Ich habe dir gesagt, du sollst bei ihm bleiben, oder habe ich das nicht gesagt? Denkst du, ich komme nach Hongkong, um hier Babysitter zu spielen? Deckung! Nichts ist hier mit Tack, 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 Tack. Das ist kein Spiel für kleine Jungen. Wo willst du hin? Du hast mir doch vorhin erklärt, was du von Abmachungen hältst. Ich meine mit Leuten wie mir. Mein Pech, dass ich das nicht früher gewusst habe. Aber es ist ja noch nicht zu spät. Ab heute marschieren wir wieder getrennt, hm? Da hörst du es und das nur deinetwegen. Du bist schuld. Ja, ja, du lachst, du lachst. Ist gar nicht zum Lachen. Was machen wir denn jetzt, wir beiden Hübschen? Ich werde dir jetzt mal was sagen, Yoko. Auch wenn du mich nicht verstehst. Wir müssen für dich eine sichere Bleibe finden. Hier weht ein ziemlich rauer Wind. Ja, ja. Ach, was mache ich bloß mit dir? Hey, hey, wo rennst du denn hin? Was denn, schon müde? Ein Fliegengewicht wie du? Denk mal, was ich alles mit mir rumschleppe. Ja, du verstehst kein Wort, hm? Weißt du, ich habe manchmal den Verdacht, du verstehst nur das, was du verstehen willst. Naja, dann wollen wir mal wieder. Was gibt's denn da nun wieder zu lachen? Hm? Hunger hast du? Ja. So wie du dich mit Händen und Füßen verständlich machst, könntest du glatt aus Neapel sein. Ja, wo haben wir es denn? Da, lass dir es schmecken. Aber so ein Ding kann ich euch sagen. Seht mal da!
Hey, das ist doch Plattfuß, ja. Unser Kommissar. Er hat das Heil überstanden. Hallo, geht's euch gut? Wie man sieht, du warst aus dem grünen Drachen so plötzlich verschwunden. Wir haben da mehr Prügel einstecken müssen als bei Pearl Harbor. Und wen nehmen wir jetzt auseinander? Man muss ja im Training bleiben. Nein, nein, heute schieben wir mal einen Ruhetag ein, aber ihr könnt was anderes für mich tun. Es geht um den Kleinen hier, um Yoko. Der hat niemanden, der sich um ihn kümmert. Und außerdem ist der Junge in Gefahr, wenn er hier in Hongkong bleibt. Ich muss ihn da bringen, wo er gut aufgehoben ist. Und da habe ich an euch gedacht. Auf euch kann ich mich doch verlassen. Okay. Danke. So, Yoko. Jetzt hast du gleich drei, die auf dich aufpassen. Und bei denen hast du es genauso gut wie bei mir. Ciao. Mach's gut, Jungs. Aber, du bist doch ein großer Junge. Hm? Nun guck mich nicht so traurig an. Hast doch sonst immer so gern gelacht. Hm? Was hast du denn? Oh, keine Tränen, das wollen wir nicht, dazu hast du noch gar keinen Grund. Yoko, sieh mal, das sind genauso gut deine Freunde wie ich und mit denen wird's genauso lustig, na, was ist denn nun, ne? Geh schön mit, ja? Na, also, siehst du, das meine ich doch, da habt ihr das Paket. Na, was meinst du denn dazu, wenn wir dich zum Kapitän machen? Hey. Ja. Oh, hey. Das kann er schon. Jetzt haben wir endlich ein Maskottchen. Noch was, Joe. Vergiss nicht, dass der auf Milch steht und nicht auf Whisky. Ciao. Na dann, Wiedersehen. Er kriegt bei uns alles, was er braucht. Ja. Und eins, zwei, drei, hoppala. Heiliger Gennaro, dein Arm reicht weit. Ich muss aber mit. Schaffen wir spielen, wir sind eher drüben. Waren Sie schon mal in Macau? Nein. Macau ist eine portugiesische Kolonie. Sowas wie eine Enklave, auf allen Seiten von Rotina umgeben. Da drüben die Inseln, die gehören alle Mao. Wollen Sie Urlaub machen in Macau? Oder spielen? Also geschäftlich. Meine Sache. Thank you.
Hallo? Marilyn? Sie wollen bitte mitkommen. Wir sind portugiesische Polizei. Sie sind über die Grenzlinie geschwommen. Nach dem Bericht, der mir vorliegt, war Ihr Verhalten absolut unqualifiziert. Das war Beamtenbeleidigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und was sich Ihre Leute mit mir geleistet haben, erfüllt den gleichen Tatbestand. Das ist ja lachhaft. Kommen Sie mir nicht damit. Sie hätten den Leuten Gelegenheit geben müssen, sich auszuweisen. Ja, bitte. Diesmal bin ich als Erster da gewesen. Ja, aber ich bin als Erster wieder draußen. Ich darf doch bitten, meine Herren, ja? Es liegen gegen Sie beide schwere Anschuldigungen vor.
Rauschgifthandel und Beihilfe zum Mord. Wer hat Ihnen denn das eingeredet? Ich. Ich bin rübergekommen, um Sie beide zu verhaften. Es ist ja offensichtlich, dass Sie mit ihm zusammenarbeiten. Rizzo, ich habe mich um äußerste Objektivität bemüht, aber es tut mir leid, die Tatsachen sprechen für sich. Zuerst haben Sie Pastrone umgelegt, weil Sie befürchten mussten, dass er redet. Dann sind Sie hierher gekommen, um den Tippgeber zu entlarven und stattdessen nehmen Sie Kontakt mit der Organisation auf. Verfrachten Sie beide nach Italien. Bei Kommissar Rizzo gibt es keinerlei Schwierigkeiten. Er wird ohne weiteres ausgeliefert. Aber Barella ist amerikanischer Staatsbürger. Den können wir unmöglich an Italien ausliefern. Und die Vereinigten Staaten wollen ihn auch nicht haben, wie ich aus einer Akte ersehe. Ich brauche die beiden aber, und zwar schnellstens. Warum erzählen Sie mir das? Ich habe die Auslieferungsverträge nicht gemacht. Ach, na schön. Aber Rizzo schicken Sie mir heute noch nach Neapel. Ja, das lässt sich machen. Ich habe bis zuletzt gehofft, dass Sie nichts damit zu tun haben. Ich erkläre Sie hiermit für verhaftet und fordere Sie auf, einen Rechtsanwalt zu benennen. Schlaf bloß nicht ein bei der Arbeit, Gennarino. Du bist ja immer noch nicht weiter. Was, da soll ich auch fegen? Ja, natürlich, den ganzen Korridor. Nun mach ein bisschen, dass du dem Dreck den Besen zeigst, damit ist es nicht getan. Jeder macht so gut er kann. Ja? Gennarino, was treibst du denn hier? Ja, brauchen Sie sich nicht zu wundern. Wenn Sie nicht auf mich aufpassen, bin ich im Handumdrehen eingebuchtet. Das wissen wir doch. Und was ich hier mache, ich schummle mich so durch. Ich kalfaktere ein bisschen, mache mich nützlich. Mal hier, mal da, wie es kommt. Wenn Sie vielleicht mal was brauchen, mir nur sagen. Ich habe hier 1A-Beziehungen. Ja, ich habe schon was. Wie ist denn das mit der Luftpost hier? Funktioniert die noch? Na und wie? Ein Brief ist hier überhaupt kein Problem. Den kriegt man jederzeit raus. Einfach, eingeschrieben. Oder auch express. Es ist doch bestimmt ein wichtiger Brief. Enorm wichtig. Habe ich mir gedacht, wissen Sie, wie wir den schicken? Mit der Vatikanpost. In der nächsten Karte viele et Spiritus Sancti bekreuzige dich. Vincenzi. Ja? Heute habe ich dir nochmal die Absolution gegeben. Aber das nächste Mal gebe ich sie dir nicht mehr, weil du mir nicht die volle Wahrheit sagst. Deshalb. Die volle Wahrheit sage ich nur in Gegenwart meines Rechtsanwalts. So? Na, wie du willst. Geh mit Gott, mein Sohn, aber geh. Der nächste wartet schon. Was, du? Die habe ich doch gestern erst die Beichte abgenommen. Ich habe heute wieder gesündigt. Das sind also deine Versprechungen. Das ist deine Rolle. Das ist eben sehr schwer. Na schön, ich bin dann ein komm. Schwacher Mensch. Santa Pazienza, knie nieder. Bekreuzige dich. In nomine Patris. Also beichte, mein Sohn. Welche Sünde hast du begangen? Gennarino. Ja. Gennarino, komm, beichte. Hier bin ich, hier. Wie machst du denn das? Auf der einen Seite kniest du und von der anderen Seite sprichst du. Ich bin Linkshänder. Ach, Santa Pazienza. Also, beichte die Sünde, die du begangen hast. Ach, hoffnungslos. Es ist immer wieder dasselbe mit dir. Oh, bitte um Entschuldigung. Das sollte nicht sein. Meine Brieftasche. Na Gott sei Dank, die Brieftasche ist da. Nichts weiter geschehen. Equity absolvo. Lieber Caputo, nimm es nicht so tragisch, dass ich sitze. Du weißt ja, ich habe immer noch einen Trumpf im Ärmel. Damit du nicht ganz arbeitslos bist, habe ich hier einen hübschen kleinen Auftrag für dich. Aber jetzt nimm erst mal die Füße von meinem Schreibtisch. Dann geh ins Hotel Excelsior, aber so, dass man dich nicht sieht. Und dort in das Zimmer, das Frank Barella gehabt hat. Sieh dich gründlich um. Ich hoffe, dass du seine Papiere findest. Die brauchen wir dringend.
auf Brigadier Caputo ist geschossen worden. Gestern Abend im Hotel Excelsior. Sein Zustand ist ernst. Piantone! Piantone! Ich muss sofort mit Dr. Morabito sprechen. Ihr Freund Barella ist von den Behörden in Macao freigelassen worden und ungehindert nach Neapel zurückgekommen. Das Resultat haben Sie ja eben gehört. Für den Überfall auf Caputo ist Ihre saubere Organisation verantwortlich. Wenn Sie mich hier rauslassen, klärt sich das alles auf. Sie haben Nerven. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man Barella aufstöbern kann. Da sind Sie aber im Irrtum. Haben Sie sonst noch was Wesentliches? Ja, aber es wird Ihnen nicht schmecken. Sir, jetzt schlaf schön. Aber träum nicht von mir. Nein, Kommissar, Sie wissen, dass ich alles für Sie tun würde, aber hier geht es um meine Existenz. Du brauchst keine Angst zu haben, ich habe an alles gedacht. Ich ziehe dir eins über und du hast von nichts gesehen. Ja, Kommissar, aber sachte, ganz sachte. Hey, Esposito, pass auf, bei dir türmt einer! Den Alarm geschlagen. Hast du nicht gesehen, wer das ist? Kommissar Rizzo. Mann, das gibt ein Theater. Oh, hallo, Kommissar. Wollen Sie sich zu uns sehen? Ja, 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 schon gut, schon gut. Gennarino, ich brauche zwei Epileptiker. Was? Zwei oder drei Epileptiker und vor allem schnell. Was soll das denn? Hey, hör mal zu. Seid doch mal ruhig. Ich brauche zwei oder drei Freiwillige. Was will er denn? Piantone? Hier, Dr. Colossi, gleich kommt ein Krankenwagen durch. Machen Sie das Tor auf. Noch mal großes Glück gehabt. Es ist kein lebenswichtiges Organ verletzt worden. Es sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Ich weiß genau, dass Barella sich in Neapel aufhält. Der Mann muss doch zu finden sein. Das ist doch... Hallo? Dr. Accardo Hirizzo. Von wo sprechen Sie? Lassen wir das mal beiseite. Vergessen Sie, was gewesen ist und hören Sie mir zu. Ich brauche Ihre Unterstützung. Ich glaube, unser Freund Barella ist dahinter gestiegen, wer bei der Polizei der Tippgeber ist. Und Sie wissen es auch? Noch nicht. Ich weiß nur eins. Dass Barella auf Caputo geschossen hat. Sie müssen ihn unter allen Umständen lebend schnappen. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, mich zu rechtfertigen. Ich kann Ihnen auch sagen, wo er sich versteckt hält. Via del Vicolo Acera 22 im ersten Stock. Alles schön und gut, aber sollten wir nicht auch Kommissar Morabito ins Bild setzen? Nein, der darf das auf keinen Fall erfahren. Du wirst mir ein bisschen zu neugierig. Was werde ich? Du drückst bestimmt nicht ab, Frank. Das hättest du schon früher haben können. Gelegenheit war öfter. Du wirst mir zu oft von der Polizei rausgeboxt. Und in Bangkok habe ich erfahren, dass du vom FBI bist. Ja, ja. Hut ab, tüchtiger Mensch bist du. Du bist mir schnell drauf gekommen. Ich war nicht so gut, bei mir hat es erst später gedämmert.
Ja, ich habe noch in Macau gedacht, du bist das schwarze Schaf in eurem Laden. Und jetzt weißt du, wer es ist. Ja, ich glaube schon. Aber ich kann es leider nicht beweisen. Die Beweise werden wir sehr bald haben. Hallo Zentrale, hier spricht Morabito. Diese Meldung hat Vorrang vor allen anderen. Rizzo ist aus der Haftanstalt Poggio Reale entwichen. Durchsage an alle Streifenwagen. Haftbefehl für Kommissar Rizzo. Ja, wie wär's mit einer Uhr? Armbanduhren, Schweizer Qualitätsuhren, Schweizer Armbanduhren, wasserdicht und stoßfest, zum sensationellen niedrigen Preis. Dass du die Akte über mich in deinem Hotelzimmer rumliegen lässt, das hätte dir nicht passieren dürfen. Ich habe die Schulung beim FBI offenbar überschätzt. Oder du hast für diesen Job einfach nicht genug auf dem Kasten. Immerhin so viel, um zu erkennen, dass du der ideale Mann für die Organisation warst. Als Beamter im Narkotikbüro hattest du die besten Informationen durch die italienische Polizei. Den Beweis hatten wir eindeutig in Macau. Wie war denn das möglich, dass du bei unserer Verhaftung schon zur Stelle warst? Dass ich mit Rizzo da war, wusste niemand, nur die Organisation. Der Tippgeber, den wir gemeinsam gesucht haben, bist du. Und du hast doch auf Caputo geschossen. Zu dumm, dass du die Geschichte nirgendwo mehr verkaufen kannst. Psst. Weißt du, was jetzt kommt? Jetzt blüht dir das Gleiche wie Pastrone. Der ist mir auch zu unbequem geworden. Okay? Okay. Manieren sind das hier. Das nächste Mal klopfst du an. Jupsala. Was ist los? Da steht nicht rum, sondern tut was. Ich habe euch doch vorhin eingeteilt. Mamma mia! Mamma mia! Hey, ihr da wollt ihr dem Kommissar nicht helfen? Das schafft ihr doch nicht allein! Und ihr auch steht nicht da und guckt zu, fasst mit an! Thank you.
So, jetzt ist der Mensch komplett verrückt geworden. Verhaften den Kerl. Los! Ricardo, das tut mir entsetzlich leid. Ich möchte mich in aller Form für diesen Mann entschuldigen. Der ist nicht mehr normal. Halt! Wer ist denn da so eilig? Entschuldigen Sie, Kommissar, aber ich muss Sie verhaften. Ist ja großartig. Die brauche ich gerade. Was? So. Erzählen Sie mir jetzt bloß nicht, Sie haben die ganze Zeit über gewusst, dass es Ricardo war. Keine Angst, Kommissar, ich kann schweigen. Ich verrate denen in Washington nichts. So, ja. Ein vernichtender Schlag gegen einen Rauschgiftring ist der Polizei von Neapel heute unter Leitung von Dr. Moravito gelungen. Der junge Ressortchef hat eine Anzahl internationaler Rauschgifthändler zur Strecke gebracht. Darunter einen Beamten des Narkotikbüro, Sam Ricardo. Bereits seit Monaten verfolgte Moravito diese Spur und beobachtete alle Bewegungen der Verdächtigen. Dem unermüdlichen Einsatz und der langwierigen Kleinarbeit, die Moravito seinen Leuten immer wieder abverlangte, ist es zu danken, dass die Polizei wieder einmal so erfolgreich gegen die Unterwelt war. Der Innenminister hat an Dr. Moravito eine persönliche Glückwunschadresse gerichtet. So sieht's also bei euch in Italien aus. Nicht nur so, manchmal ist es sogar noch schlimmer. Ja. Glaubt man nur nicht, dass ich etwa einen Orden verpasst kriege, wenn ich wieder zurück bin. Kein Gedanke. Heutzutage ist man als Krimineller manchmal besser dran als bei der Polizei. Und er da? Du bildest dir doch wohl nicht ein, dass du Kindergeld kriegst, bloß weil du dir den aufgehalst hast. Ja, du lachst wieder. Du kannst ja auch lachen. Dass immer gerade mir sowas passieren muss. Die US-Marine sagt, sie kann ihn nicht behalten. Er ist doch noch zu klein für sie. Na schön, was sollen sie auch mit einem Fünfjährigen? Entweder nehme ich ihn oder wir schicken ihn zurück und er landet in einem Waisenhaus in Tokio. Wie würdest du dich an meiner Stelle entscheiden? Wenn ich du wäre, würde ich gar nicht lange überlegen. Ich würde ihn behalten. Und genau so mache ich es auch. Das ist doch ein Wort. Joko, tu mir einen Gefallen und lass diese Mampferei. Das ist ja nicht mit anzusehen. Kannst du denn nicht manierlich essen, wie andere Leute auch? Was machst du denn jetzt?